Tierschutz auf solchen Transporten ist kaum zu kontrollieren. Im Februar fordern die Bundesländer ein Verbot von Tiertransporten. Das ist jetzt gescheitert. Wie kann das sein? Die Bundesländer wollen ein Verbot, stimmen darüber ab und lassen dann dieses Verbot scheitern. Und es ärgert mich sehr, weil es die letzte Möglichkeit gewesen ist in dieser Wahlperiode. Guten Morgen, ich bin auf dem Weg nach Hessen zur hessischen Umweltministerin. Die wollte die Zuchtrinderexporte in EU-Drittstaaten, in bestimmte EU-Drittstaaten verbieten, ist aber gescheitert. Und warum sie gescheitert ist, das will ich jetzt von ihr wissen. Hallo, ich bin von der ARD. Ich habe einen Termin mit der Ministerin. Die hessische Umweltministerin, die wir gleich treffen, hatte im Februar zusammen mit anderen Politikern aus den Bundesländern Druck auf den Bund gemacht. Denn nur der könne ein Verbot von Tiertransporten auch an den Start bringen. Keiner da? Es ist spannend. Die Frage ist, warum die Bundesratsinitiative gescheitert ist. Die Bundesländer wollten ein Verbot. Der Fachausschuss hat dieses Verbot empfohlen. Es kam zur Abstimmung und plötzlich ist es dann doch gescheitert. Und es scheint so, als wären da im Hintergrund Dinge gelaufen, von denen wir als Öffentlichkeit nicht wussten. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Ministerin das erklärt. Also nochmal von vorn. Es gibt einige wenige Landkreise, die erlauben diese fragwürdigen Transporte in weit entfernte Nicht-EU-Staaten. Die Exporteure wissen das und nutzen diese Landkreise. Es ist ein richtiges Schlupflochsystem. Und über dieses Schlupflochsystem haben wir auch mehrfach berichtet in der ARD, aber auch mit Team Upward. Und oben rechts ist jetzt ein Video, da könnt ihr mehr erfahren. Klickt doch mal rein. Und warum sind diese Transporte so umstritten? Seht mal hier. Der Transport hier ging von Emsland in Norddeutschland bis nach Usbekistan. Das sind mehr als 5000 Kilometer. Laut Tierschützern waren die Rinder 5 Tage am Stück im LKW bei eisigen Außentemperaturen, ohne abgeladen zu werden. Zehntausende von diesen Milchkühen landen jedes Jahr auf solchen Transporten, von deutschen Behörden genehmigt. Und diese Behörden, die wissen oftmals gar nicht, wie die Bedingungen auf diesen Transporten sind. Werden die Ruhezeiten eingehalten? Ist es zu warm, zu kalt und so weiter und so fort? Und jetzt geht es darum, wer ist dafür verantwortlich und wie muss die Politik handeln, damit diese Transporte nicht weiter stattfinden? Und das wollte ich natürlich auch von der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner wissen. Ich habe eine Frage zu den Zuchtrinderexporten. Und zwar fordern dort immer wieder Bundesländer, dass Sie als Ministerin aktiv werden. Sie verweisen immer darauf, dass es Föderalismus ist, dass es Ländersache. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie doch was tun werden. Wollen Sie da jetzt mehr Verantwortung übernehmen? Also ich übernehme sehr viel Verantwortung und erwarte, dass die Länder Verantwortung übernehmen. Es ist hochinteressant, dass die Bundesländer, viele sagen, der Bund soll sich raushalten, das ist unsere Sache. Und wenn sie selber Stellung beziehen müssen und sich auch mit den widerstreitenden Interessen im eigenen Land auseinandersetzen müssen, dann heißt es häufig, soll schnell der Bund machen, weil es ein bisschen unangenehm wird. Deshalb fordere ich die Länder auf, Verantwortung zu übernehmen. Zur Erinnerung, es geht hier um den Schutz von Tieren. Und Bund und Länder streiten sich, wer dafür zuständig ist. Und jetzt im Februar sollte es endlich vorangehen. Im Bundesrat fordern die Länder vom Bund ein Verbot von Tiertransporten in bestimmte Nicht-EU-Länder. Und jetzt ist das Verbot aber gescheitert. Es kommt nicht, es ist geplatzt. Und was dahinter steckt, das will ich jetzt von der Umweltministerin wissen. Viertelstunde ist es okay? Viertelstunde? Okay, dann geben wir Gas. Ja, in einer Viertelstunde kann man auch Platz her. Ja. Ganz schön viel Fragen. Das stimmt, ich kann aber auch länger fragen. Das glaube ich Ihnen gern. Sie hatten sich ja wahrscheinlich Hoffnungen gemacht, dass es jetzt zu einem Verbot kommt. Wann haben Sie gemerkt, dass das nicht klappen wird? Naja, wir haben das wir haben das eigentlich schon eine Woche vorher spätestens gewusst, nachdem es auf den Arbeitsebenen schwer rund ging. Und es ärgert mich sehr, weil es die letzte Möglichkeit gewesen ist in dieser Wahlperiode, dass die Bundesministerin sich für das Tierwohl hätte entscheiden können.
Und aus meiner Sicht gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, diese überlangen Tiertransporte in Nicht-EU-Staaten zu machen, wo wir jetzt schon wissen von Berichten durch NGOs oder aber unsere hessische Tierschutzbeauftragte, die bis nach Moskau und weiter gereist ist und Stationen abgereist hat, wo eigentlich Tiertransporte zwischenhalten sollten, Tiere abgeladen werden für eine Nacht, wo sie Futter kriegen, wo sie getränkt werden, wo sie schlafen können. Und das gibt es nicht. Da gibt es noch nicht mal ein Heulager, wo Tiere fressen können. Das wissen wir alles. Und deswegen ist es unabdingbar, dass diese Tiertransporte verboten werden. Jetzt fragt ihr euch vermutlich, wie kann das sein? Die Bundesländer wollen ein Verbot, stimmen darüber ab und lassen dann dieses Verbot scheitern. Im Februar fordern die Bundesländer das Bundeslandwirtschaftsministerium auf, Tiertransporte in bestimmte Länder zu verbieten. Das Bundeslandwirtschaftsministerium reagiert. Es packt sogar ein ganzes Paket mit Verbesserungen im Tierschutz. Mehr Schutz für Welpen in der Hundezucht zum Beispiel. Auch Bußgelder kommen ins Paket, wenn bei Tiertransporten gegen Regeln verstoßen wird. Ein Verbot von Tiertransporten kommt nicht ins Paket. Dieses Paket geht an die Bundesländer zur Abstimmung. Die können aber nur das ganze Paket annehmen und müssen sich so entscheiden. Bestehen sie auf das Verbot von Tiertransporten oder verzichten sie, um wenigstens die anderen Verbesserungen durchzukriegen? So gewollt von der Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner. Das heißt, die hat sie am Ende ausgetrickst? Ja, was heißt ausgetrickst? Sie hat das gemacht, was mit legalen und politischen Möglichkeiten möglich ist. Sie hat auf den letzten Drücker alle möglichen Verordnungen verändert im Hinblick auf Tierwohl. Manches ist auch wirklich gut und hat damit eben die Tiertransporteverordnung durchgedrückt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich gelingt fühle, weil also so viel Macht gebe ich Frau Klöckner nicht. Aber es war schon so von ihr konzipiert, dass am Ende kein Verbot rauskommt. Warum lassen die Bundesländer das mit sich machen? Ja, wir sind ja nicht diejenigen, die am Drücker sitzen und eine Bundesverordnung machen können, sondern wir können Vorschläge machen, wir können Verordnungen des Bundes ablehnen oder verändern. Aber am Ende muss natürlich der Bund die Verordnungen dann auch rechtlich umsetzen. Das Spannende ist, ein paar Tage nachdem dieses Verbot gescheitert ist, hat sich Julia Klöckner vor die Presse gestellt und gesagt, sie möchte doch ein Verbot, aber eben auf EU-Ebene. Brüssel soll es richten. Ist doch eine gute Idee auf EU-Ebene. Ja, aber dann hätten wir doch erstmal auch in Deutschland das machen können, was möglich wäre, nämlich das Transportverbot durchsetzen. Und es gibt genügend Gutachten, rechtliche Stellungnahmen, die uns da auf der sicheren Seite sehen. Und wenn es eine mangelnde Datengrundlage gibt, dann gibt es die in der ganzen Europäischen Union. Dann kann man auch da kein europäisches Verbot umsetzen. Ja, so funktioniert offenbar Politik. Man packt verschiedene Verordnungen zusammen und dann sagt man, wenn ihr das eine ablehnt, dann lehnt ihr alles ab und dann gibt es gar kein Tierwohl. Also überlegt euch das gut. Und das haben sich dann offenbar die Bundesländer überlegt und haben dann gesagt, na, lieber ein bisschen Verbesserung als gar nichts. So läuft es. Und die Transporte gehen weiter. Wie der hier Ende Mai, der von Niedersachsen nach Marokko geht. Wir haben natürlich auch beim Bundeslandwirtschaftsministerium nochmal nachgefragt und eine Antwort von Frau Klöckner bekommen, und zwar schriftlich. Vorschläge, Deutschland möge es im Alleingang verbieten, klingen gut, laufen rechtlich aber ins Leere. Denn solange Tiertransporte in Drittstaaten durch eine EU-Verordnung erlaubt sind, ist ein nationales Verbot nicht möglich. Dass einige Länder das im Bundesrat gefordert haben, ist also reine Symbolpolitik. Entsprechend hat der Antrag auch keine Mehrheit gefunden. Was denkt ihr? Wird die Politik diese Sache ernst nehmen und diese Tiertransporte endlich verbieten? Hier rechts im Bild verlinken wir euch nochmal unser erstes Video. Das zeigt, wie Kälber in der Milchindustrie tatsächlich zu Wegwerfprodukten werden. Und worüber wir uns natürlich auch freuen würden, wenn ihr unseren Kanal abonniert.